Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezu. Ich bin Arezu und wir haben hier einen Beutezug. Das heißt, wir müssen mal kontrollieren, ob die Leute zu viel Zeug mit sich rumtragen. Und wenn ja, müssen wir dafür sorgen, dass sie das nicht mehr tun. Gut, wir haben hier keine FP zu verteilen. Wäre sonst ganz gut, da wir ein bisschen Stärke dazu geben könnten, aber muss auch nicht unbedingt sein, ne? Ja, bessere Scharfschützengewehre haben wir mal wieder nicht. Oh, doch, da ist doch eins. Immer schön die Augen offen halten. Ich hoffe, dass ich die nicht schon öfter verpasst habe. Ne, okay, wir packen das Magazin hier mal weg. Hoppala, Moment. Bula 1 hat auch eine, einen Raketenwerfer, das ist gut. Den Betäuber brauchen wir gerade nicht. Bula 2 geht soweit gut. Ataya Jesse kann noch den Raketenwerfer mitnehmen. So. Eden Grau lässt mal dieses Magazin hier da. Und Mertens ebenfalls. Okay, ich denke, dann sind wir soweit durch. Gut, dann geht es los. So, da sind wir. 21 Pakete. Ach Gottchen. Okay, dann gehen wir erst einmal hier hin. Okay, zwei haben wir schon. Oh, nicht genug Aktionspunkte. Ah ja, klar. Luigi Mertens ist ja eine recht junge Einheit. Hat noch nicht so viele Aktionspunkte, noch nicht so viele Fähigkeitspunkte verdient. Auch kein Ready for Action. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Munition hier noch wegwerfen muss später, aber erst einmal nehmen wir sie mit. Da oben haben wir ein Päckchen. Das sammeln wir mal. Ah. Okay, müssen wir ein Stückchen vorlaufen dafür. Dann sammeln wir es in der nächsten Runde ein. Ist aber auch in Ordnung. Ach, reicht immer noch nicht. Und reicht immer noch nicht. I'm repositioning. Hoffentlich kommen wir überhaupt oben an. Ne, kommen wir nicht. Ha. Das ist ja doof. Der Sprung sind auch immer die 20 Felder. Macht also keinen Unterschied, ob wir woanders hingehen dafür. Oh, Moment mal. Doch, macht's. Das Problem ist nämlich nicht die Reichweite, sondern der Baum. Okay, dann wo haben wir denn? Da, Ana Fuentes geht mal hier hin. Von hier sollte nichts im Weg sein. Und, na gut, wir kommen immer nah ran. Okay, ein bisschen Nebel. Sollten wir versuchen zu entfernen. Na toll. Okay, du schaffst das schon, ne? Dazu muss ich dir nicht helfen. Okay, und dann haben wir auch noch einen Triton aufgedeckt. Strauchdieb mit dem Dingstergewehr. Mit dem Lasergewehr. Nicht ganz so schlimm. Okay, das war doof. Okay, du gehst mal hier hin. Ja, tu das bitte nicht. Mehr Gegner anfordern ist eine ganz doofe Idee. Die könnten nämlich tatsächlich kommen. Du gehst mal hier hin und... Achso, nee, ich dachte, hier wäre eine Lücke in der Wand. Dann gehst du hier hin. So, das war das und fertig. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so für Gegner haben. Autsch.
unfreundlich. Okay, da ist ein Atron irgendwo. Mindfragger, nicht ganz so schlimm. Uiuiui. Das ging zum Glück daneben. Hallo. Und... wunderbar. Und ein Stück zurücklaufen, wegen des Mindfraggers. Du darfst ein Stück nach oben laufen. Was haben wir denn hier schönes? Gleich drei Pakete, nicht schlecht. Medikit, auch nicht schlecht. Handgranate nehmen wir. Das andere Magazin lassen wir dort. Das lohnt sich nicht abzuholen. Ready to roll. I'll be right there. Okay, wo? Dort. Oh oh. Can't wait. Already there. So, dann schauen wir mal, wie gut wir den erwischen können. Recht gut. Darauf hätte ich achten sollen. Wäre eventuell ganz gut gewesen. Ja, wäre eventuell ganz gut gewesen, direkt auf den Rumpf zu zielen dort. Let's make this happen. Du kannst Zeug einsammeln. So. 7 von 21, ein Drittel haben wir. Du gehst mal bitte hier mit hin. Und heilst dich. Und... ja, das war's. Autsch. Bisher haben wir noch keine kritischen Verwundungen bekommen. Ist das ein, was ist das für ein... Achso, das ist ein Bilderstammer, ne? Wenn die hier zusammenbleiben, könnte ich eventuell eine Rakete schicken. Da kommt der Mindfragger, wie geplant. Beziehungsweise geplant ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber... ich war eben darauf vorbereitet. Okay. Ja, 60 Blutung, das ist nicht so schlecht. Hat natürlich immer noch die Waffe. Der Schildträger hat so gut wie nichts abbekommen. Verdammt. Ja, da hätte ich noch ein kleines bisschen Schaden machen müssen, damit es wirklich viel gebracht hätte. Also, damit der direkt ausgeschaltet gewesen wäre. Okay, du gehst mal bitte hier hin. Moment, ja, ein einzelner Pistolenschuss würde schon ausreichen, wenn wir treffen würden. Okay, du machst nichts weiter.
Du darfst dich mal kurz heilen. Wunderbar. Und dann darfst du hier hinlaufen, um im nächsten Zugzeug einzusammeln. Okay, wunderbar. Der Schildträger ist quasi weg. So, da habe ich nur Platz gemacht, damit wir Leute dorthin bringen können. Luigi Mertens geht erstmal hier hin. Und Maxim Dumitru geht hier hin. Nee, lohnt sich nicht wirklich. Ich will die Munition nicht verschwenden. Wir haben nicht so viel bei. Das heißt, wir gehen doch lieber hier hin. Gut, der kann nichts machen. Könnte schwierig sein, den Arm von aus dem Winkel jetzt zu erledigen, zu treffen. Sehr schön. Das lief wie geplant. Jetzt haben wir nur einen Atron auf dem Feld. Der sollte nicht so das Problem sein, ne? Du sammelst mal bitte das ganze Zeug hier ein. Muss mal dran denken, für den Fall, dass es noch nötig wird, dran zu denken. Ah, den Arm können wir hier doch mit hoher Wahrscheinlichkeit treffen. Sehr schön, der ist auch ausgeschaltet. Ja, falls es nötig wird, wir haben jetzt noch ein weiteres Magazin für das Scharfschützengewehr dort. Fliegst mal. Wohin fliegst du? Hierhin. Ich denke einfach, es ist ganz gut, jemanden noch mit vorne zu haben. Und was anderes können wir hier jetzt gerade nicht wirklich machen. Außer uns. Oh oh. So zu platzieren, dass wir mitkämpfen können. Das hier ist noch ein Schildträger. Die Plage macht mir natürlich mehr Sorgen. Okay, eventuell können wir den erwischen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das ging daneben, denke ich. Ja. Versuchen wir es nochmal. Das ging wieder daneben. Sehen, du bist schon voll beladen, ne? Ah, einigermaßen. Okay, geh mal ein Stück nach vorne. Ah, du kannst es auch nochmal versuchen mit der Plage. Yay! Am ersten Versuch. Du bist noch nicht vollgeladen, ne? Nee, gut, dann kannst du hier hinlaufen. Ja, ich hätte gerade auch mit dem Scharfschützengewehr natürlich schießen können, aber ich wollte die richtige Munition nicht verschwenden. Das ist ein Ningal. Ningal schießt, glaube ich, Schleim. Das ist der Schleimhinterleib, ne? Mal wieder einen Haufen Schildträger, die wir ignorieren können.
Aua. Nicht freundlich. Schildträger interessiert mich nicht so, die Plage interessiert mich. Ja, scheint so. Okay, so langsam nervt mich der. Oder die Plage. Endlich. Hat eine ganze Menge Munition gefressen. Zum Glück zum Großteil keine wichtige. So, ist erledigt. Sehr schön. Ja, wenn der hier schon mal ist. Okay, macht keinen Unterschied, haben beide noch nichts geladen. Und ich sollte auch mal den Ninja überprüfen, ob der auch wirklich das ist, was ich denke. Ja, Schleimhinterleib ist kein wirkliches Problem. Wird nur zu einer Bedrohung, wenn andere Leute da sind. Und das sind sie nicht. So, das ist das. Und wir holen doch das, die zusätzliche Munition von oben noch ab. Bist du voll beladen? Ja, bist du. Dann. Ja, was dann? Gehst du trotzdem mit nach vorne, um ein bisschen auszuhelfen? Du bist nicht voll beladen, dann kannst du nach vorne laufen. Catch me if you can. Und das war's. Munitionsverschwendung. Gut, der Schildträger ist auch weg. Gut, wir laufen mal los, um den mit dem Schwert zu Leibe zu rücken, dem Ningal. Du. Oh, du hast noch ein bisschen Platz. Warum hast du denn das hier oben nicht eingesammelt, das noch übrig ist? Das ist seltsam. Okay. Du hast noch Platz, dann läufst du bitte. Ja, hier hin. Nicht, wo man in Deckung gehen kann, aber die Dinge geben trotzdem Deckung. Und wieder drei Päckchen, sehr schön. Du bist voll. Du hast keine Nahkampfwaffe, du bleibst erstmal auf dem Posten. Du hast noch ein klein bisschen Platz, dich schicke ich mit nach vorne, um eventuell Reste einzusammeln. Du hast Platz, du gehst mit nach vorne. Wie viel haben wir eigentlich noch einzusammeln? Wir sind bei 13 von 21, okay. Gut, du läufst ebenfalls hier rein. Und das war's.
und mehr Schleim. Beziehungsweise der erste Schleim, weil der letzte Schleimschuss überhaupt nichts ausgemacht hat. Der jetzt schon. Aber für drei Züge jemanden nicht bewegen können, der sich... nicht bewegen sollte gerade. Okay, Fuentes, bitte einmal entfernen. Wunderbar. Das war dann doch bedrohlicher, als es sein sollte. So, du sammelst hier Zeug ein. Oh, okay. Das hatten wir noch. Moment. Ich glaube, das ist nur verbuggt. Okay, jetzt haben wir es. Und da ist es doch ganz gut, dass wir jemanden losgeschickt haben, der noch genau einen Platz frei hat. Ja, von hier oben kann man offenbar nicht das Zeug einsammeln. Ja, was wir tun können, ist Zeug einsammeln. Ha, ein Brecherschutz von Phoenix. Wir haben das selbst noch nicht mal hergestellt, also erstaunlich, dass wir das hier finden. Du hast noch Platz, dann kannst du Zeug einsammeln. So. Okay. Da hinten ist noch ein Päckchen. Du bist vollgeladen. Okay. Du bleibst einfach hier. Kannst dich wieder herstellen. Du hast keinen Platz mehr. Kannst dich mal auf den Weg zurück machen. Du bist geschleimt, hast auch keinen Platz, ist also nicht nötig, dass du gerade was machst. Oh, du hast noch Platz, dann läufst du bitte nach vorne. So viel Zeug zu sammeln mal wieder. Du machst nichts. Du machst dich auf den Weg nach Hause. Ja, okay, das ist der eine Platz, den wir wieder mitnehmen, sicherheitshalber. Kein Grund, Dinge zu verschwenden. Und Schleim. Okay, jetzt hat er die Leute geschleimt, die tatsächlich nach vorne sollten. Das ist nervig. Und eine Plage, das ist auch nervig. Und weg ist er. Du machst nichts. Du kannst nach vorne laufen. Du wartest weiter ab. Trink dort langsam im Schleim. So, du hast deine Aufgabe erfüllt. Sehr schön. Jetzt kannst du... Na, erstmal hier hingehen. Du hängst hier ein bisschen fest. Du... Ja, kannst hier langlaufen. Abkürzung übers Dach. Ja, genau die beiden Leute, die nach vorne laufen sollten, wurden erwischt. Und... Okay, das hat nichts ausgemacht. Moving to position. Und zack. Rumpf deaktiviert, nicht schlecht.
Okay, du musst hier gerade nichts machen. Du gehst hierhin, noch nicht zu weit weg. Wir wollen weiter in Deckung geben. Bei dir sieht's ähnlich aus. Du gehst hierhin und machst nichts weiter. Du wartest ab, weil du nichts weiter machen kannst. Du gehst auch ein Stück weiter zurück. Und das war's. Oh, da hat der Schleim aufgehört. Ich weiß nicht, ob das schon vorher war. Auf jeden Fall haben wir dort einen Ghoul. 0 Schaden, das aber 10 Ausrüstungsschaden für die Fury. Na, ist das ein Nahkampfangriff? Ja. Und hat verwirrt. Ich glaube, verwirrt gibt nur einen Aktionspunkt. Das heißt, ich kann jetzt nicht wirklich was machen dort. Hey. Aus. 0 Schaden, auch nichts von der Rüstung abgezogen. Daneben. Okay. Oh ja, der ist ziemlich gut treffbar. Du gehst mal hier ein bisschen in Deckung. Das war's. Ja, wir können mit dem Schwert schlagen, aber das bringt auch nichts. So, falls der hier nach vorne kommen sollte, wird auf ihn geschossen. Du gehst mal hier hin. Und ja, das wird noch eine ganze Weile dauern. Das heißt, wir beenden hier mal die Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir noch den Ningal erledigen müssen, Zeug einsammeln und dann fliehen. Bis dahin hoffe ich, es hat gefallen. Lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.